Da bekommt ihr durch die sauschlechte 3DS-Version von Super Mario Maker auch wieder Bock, die Wii U-Version gründlich zu spielen? Ich auf jeden Fall. Willkommen zurück, heute mit Mario Deluxe von Dominik. Ich freue mich schon drauf. Noch besser wäre der Titel gewesen, hätte er es Mario Triple Deluxe genannt. Das wäre dann eine sehr schöne Anlehnung an den Kirby Triple Deluxe gewesen. Ja, Kirby Triple Deluxe, ich habe schon öfters angesprochen, hätte ich auch mal wieder Bock, nochmal zu Let's Playen. Okay, ein Land für Münzen. Hatten wir ja in New Super Mario Bros. 2 schon genug. Also jede Menge... Moment mal. Achso, da oben geht's weiter. Ja. Ein Land voll mit Münzen. Kennen wir ja bekanntlich aus New Super Mario Bros. 2, wo es ja nur um die Münzen ginge. Ich sag's immer wieder. Super Mario... Aha, hier geht's rein. Super Mario Maker für ein 3DS wäre besser gewesen oder hätte zumindest noch irgendeinen Kaufgrund. Für mich zumindest. Also viele kaufen sich's jetzt eh, weil... Ja, oh, oh. Ich hab mir noch gedacht, da drinnen muss einfach... Also im Hammerbruder muss der Schlüssel sein. Der Level ist aber gut, muss ich sagen. Ne, wirklich. Ja, Dominik... Hat lange gewartet, dass ein großer Let's Player seinen Level annimmt und ja, eigentlich hätte ich gesagt, das ist eine Sackgasse, oder? Das ist eine Sackgasse, oder? Da komme ich ja gar nicht mehr raus, glaube ich, oder? Wenn ich da jetzt wieder zurückgehe. Ich sitze drin ja fest, oder? Moment, 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 Moment. Die Bomben könnten... Neuer Start, hier. Fängt ja schon mal gut an. Naja. Ja, ich kann es immer wieder erwähnen, diese großen Let's Player haben zu viel Level all dies und sind jetzt auch allesamt mit der 3DS-Version des Spiels beschäftigt. Da muss man schon verzeihen, dass die großen Let's Player nicht alle Level all dies annehmen können, die sie bekommen. Wozu gibt es aber die kleinen Let's Player wie mich, wenn ich fragen darf? Gut, jetzt komm schon. Ja, Kirby Triple Deluxe. Soll das eine Anlehnung an den Levels sein? Naja, klingt halt so, Mario Deluxe. Na gut, Deluxe heißt ja, ja, das Beste vom Besten. Der Level ist auch wirklich gut, muss man sagen, wirklich. Kann man schon zum Besten der Besten hinzuzählen. So, schnell weg hier. Dieser, ich schätze mal, die Idee mit diesem einen Dings da war so gedacht, also hier, dass man zuerst aufspringt und von links mit den Bomb-Oms diese Tür freisprengt. Da ich aber eh weiß, dass da drin gerade mal eine Feuerblume ist, werde ich es nicht tun. Ich hätte hier einen Block setzen müssen, dann hätte man dann nämlich nicht so reinkommen können und dann wäre man nicht festgesteckt. Ich mache da jetzt auch gar nicht groß die Mühe, um da nochmal reinzukommen, weil ich schaff's auch ohne Feuerblume. Es sei denn, man würde die jetzt zwingend brauchen. Naja, Kirby Triple Deluxe. Hätte ich auch mal wieder Bock zu Let's Playen, muss ich sagen. Ja, ja, das alte Let's Play ist jetzt schon ein Weilchen her. Aber was mir hier richtig gut gefällt, sind die Röhren. Die ergeben richtig gut Sinn, das Röhrensystem hier. Naja, hätte ich schon Bock, Kirby Triple Deluxe nochmal zu machen, denn... Ja, hier hast du auch nicht ganz richtig bedacht, dass man hier einfach runterspringen kann. Aber der Level gefällt mir eigentlich. Zwar ein bisschen alles random platziert, aber es gefällt mir. Ne, wirklich ein sehr guter Level. Manchmal muss ein Level nicht unfassbar innovativ sein. Manchmal genügt einfach sowas, damit man kräftig Spaß am Spiel hat. Ja, auf jeden Fall hat man in der Wii U-Version deutlich mehr Spaß als in der 3DS-Version. Ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann, über die 3DS-Version könnte ich mich stundenlang aufregen. Ja. Was sagt Dominik eigentlich zur 3DS-Version? Also ich finde die ja... Wir haben ja... Oh, wo hätte ich denn wissen sollen, dass er nach links fährt? Wir hatten einen Checkpoint, oder? Ich glaube schon. Ja. Der Koopa ist auch gar nicht schlecht gesetzt. Okay, zum Glück ist er eine effektive Waffe gegen unseren Freund, den Hammerbruder, den wir ja alle kennen und hassen. Naja. Na, mal sehen, ob ich Kirby Triple Deluxe nochmal Let's Playe. Ich hätte schon Bock drauf, aber Kirby ist in letzter Zeit auf meinem Kanal ein bisschen kürzer getreten, muss man sagen, weil... Ja, weil das Kirby's Adventure Wii Together jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir erhofft hatte, weil... Naja, mein Mitspieler hat selten Zeit und deshalb, wow, ducken, springe, ein bisschen Schwierigkeit muss sein. Hier schon der nächste Checkpoint, war gar nicht so großer Abstand dazwischen. Aber der Level ist gut, der Level ist gut. Naja, aber wie man sagt, Dominik, nicht wundern, wenn diese großen Let's Player dein Level nicht annehmen. Die konzentrieren sich jetzt allesamt auf die 3DS-Version und nicht mehr so stark auf die Wii U-Version. Und da ich ja die 3DS-Version nicht mag, Let's Play ich jetzt ein bisschen mehr die Wii U-Version, damit, ja, alle noch ihre Level zu sehen bekommen. Sehr schöner Level, muss ich sagen. Zwar ein bisschen durcheinander gewirbelt, alle möglichen Elemente, aber manchmal gefällt mir sowas besser als innovative Level. So. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Dominik. Ich hoffe, er schaut überhaupt zu. Aber ich werde es ihm dann eh schreiben, dass ich ihm sein Level aufgenommen habe. Gut, weiter geht's mit Level von Lukintendo. Ich freue mich schon drauf.
Da haben wir nämlich noch einige vor. Er hat mir gesagt, er hat jetzt neue Level hochgeladen. Ah ja, hier übrigens, das muss ich noch kurz zeigen. Moment. Ja. Ich habe nämlich Super Paper Mario Welt 1, also Kapitel 1, 2 und Kirby's Adventure Vegetable Valley mit den neuen Schlüsseln und so neu hochgeladen. Also nicht wundern, warum die Level jetzt auf einmal so oben sind. Die habe ich nämlich neu hochgeladen. So, hol dir das richtige Item. Er hat mir gesagt, diese neuen Level sind nur Remastered-Versionen, so wie das, was ich gerade gemacht habe, mit Super Paper Mario 1, 2 Remastered, von älteren Leveln, die er runtergelöscht hat. Der Propellerpilz macht mal schön die Biege. Okay, brauche ich alle Items? Finde ich schlecht. Pinke Münzen, alles was mit Pink. Ist das eine Todesfalle? Ist das eine Todesfalle? Oh. Ist das so gedacht? Mario hat ja praktisch gerade den Stachel schon im Nacken gehabt. Ist das so gedacht, Luke Nintendo? Ja. Ja. Aber wirklich, ich habe jetzt ein bisschen mehr Bock auf Super Mario. Oh, achso, ja, wir brauchen ja alle Items. Schätze mal, mit dem kommen wir jetzt irgendwie an die Feuerblume ran. Ich könnte mir rein theoretisch den Propellerpilz durch Cheaten erholen, oder? So. Aber der Level, wow, der ist gut durchdacht. Ne, wirklich, der Level hier, der hat wirklich das Potenzial, in der Sternreihenliste zu sein. Ja. Ja, Nintendo muss man auch sagen, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Naja, ja, ich wünsche mir halt immer noch das Super Mario Maker 2. Viele haben eh schon gesagt, wieso soll für Switch kein Super Mario Maker kommen. Es muss ja kein Port sein, denn dafür gibt es ja schon die 3DS-Version, sondern ein Nachfolger. Das könnte wirklich sein, denn Super Mario Maker war beliebt. Die 3DS-Version komischerweise auch, obwohl ich das da nicht richtig nachvollziehen kann. Achso, ich hätte ihn gar nicht besiegen müssen. Naja. Sind die pinken Münzen diesem Mal Must-Have oder nur Bonus? Mal schauen. Okay, als nächstes den Propellerpilz. Könnte ich den hier theoretisch auch so bekommen, indem ich mich da reinschleiche? Achso, ich habe zuerst gedacht, die schiebt man so nach oben, aber die Manche sind scheinbar doch nicht so resistent, wie ich dachte. Naja, aber ja, das ist echt eine interessante Theorie, dass ein Nachfolger zu Super Mario Maker, praktisch Super Mario Maker 2 für die Switch erscheinen wird. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen, muss ich sagen. Ich würde es mir auch wünschen. Dann würde ich ehrlich gesagt das Let's Play zur Wii U-Version stoppen, wenn... Achso, zur Reserve. Ich nehme mal an, hier geht's runter. Ja. Komisch irgendwie. Vielleicht hätte ich jetzt nicht so auf die Schnelle alle verbrauchen sollen. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Denn wie soll man da bitte so einfach durchkommen? Ich brauche ja praktisch nur den Propellerpilz. Ich hoffe, den bekomme ich auch bald. Aber der Level gefällt mir. Allerdings fehlen mir noch einige pinke Münzen. Ich bin ein bisschen nervös. Heute bin ich generell nicht so rund, aber ich habe den Abonnenten... Dominik hat mich, glaube ich, noch nicht abonniert, aber ich habe es halt versprochen, dass ich heute diese Level mache und deshalb nehme ich es jetzt halt auf. Obwohl ich gerade eben ein bisschen unruhig bin, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht so die Nerven zum Aufnehmen, aber ich tue es trotzdem. Für meine Abonnenten tut man doch alles, nicht wahr? Ja. Die verfolgen mich auch, wie ihr sehen könnt. Gleich zwei auf einen Streich. Alter! Komisch, der Totenkopf soll wohl nur ein bisschen... Na, man muss ja auch groß ankommen. Oder? Ich glaube, hier kommt der Propellerpilz raus, oder? Ja! Habe ich doch gewusst. So. Und wie geht's jetzt weiter? Hier oben? Ja. Hier oben geht's rein. Ein Glück, dass ich nie versucht habe, reinzugehen. Okay. Mal schauen. Also hier brauchen wir ganz kleinen P-Schalter. Obwohl ich die Reihe auch erledigen hätte können. Ah, jetzt weiß ich, warum noch so viele Münzen fehlen. Das war erst die Hälfte, weil die andere Hälfte hier ist. Das ist richtig gut. So, Moment mal. Was haben wir denn hier? Hier kriegen wir die Items des Nachschubs. Und warum sind da unten Trampoline? Der Level ist irgendwie ein bisschen... Aber der ist gut. Vor allem, wie hat er denn die Bereiche allesamt so gut aufgeteilt? Hier dürft's... Gespielt's eine Musik? Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Da kann ich diese Melodien nie hören. Gut. Spawnen die nicht eh neu? So. Okay, als nächstes Yoshi. Ist ja gut so, denn den kann man nicht so leicht verlieren. Wozu sind die schon wieder? Was spielt es da unten für eine Melodie? Ich kann es halt während der Aufnahme jetzt nicht hören. Das kapiere ich jetzt irgendwie nicht, muss ich sagen. Leben kann ich gebrauchen, aber wo ist mein Yoshi? Das kann ich auch gebrauchen, aber da war ja
Da war gar kein Yoshi. So, Moment. Den setze ich selbstverständlich auf. Ich habe doch jetzt gar keinen Yoshi bekommen. Habt ihr es gemerkt? Dann mal den. So, hier braucht man ganz klar diesen Propeller. Ach so, ich stehe ja noch. Hab ja ganz vergessen. Ich kann nicht einmal mehr getroffen werden. So. Gut, okay. Mann. Nehmen wir mal an, diese Zwischenpassagen da sind da, weil er nicht genug Türen einpflanzen konnte. So, jetzt habe ich alle Münzen, das ist wahrscheinlich auch geplant. Dann kann ich hier rein und was bekomme ich hier? Bekomme ich hier endlich meinen... Und was war dann rechts? Bei diesem einen Gang? War das nur so ein Item? Was war denn das? Geht Mario jetzt durch diese Tür? Nein, eine Tür vor der Tür. Unrealistisch, aber... Okay, der Level wirft ein paar Fragen auf, muss ich sagen. Denn zum einen mal, wozu war Yoshi da abgebildet? Der Level war richtig gut, auch mit dem ganzen, mit der ganzen Aufmachung drumherum und so. Aber ich kapiere da irgendwas nicht, muss ich sagen. Hm? Naja, egal. Machen wir weiter. Wasserwahnsinn war Water Madness. Water Madness, ja. Metal Madness. Ein Boss aus Sonic Heroes, was ich auch gerade Let's Play. Gut. Ist es jetzt praktisch einfach nur random Gegner gespawnt, ne? Im Wasser? Ja, die... Übrigens, wer nicht weiß, das wusste ich lange Zeit gar nicht, wie man diese Knochenfische machen kann. Na gut, die entstehen einfach, wenn man einen Knochen trocken in einem Unterwasserlevel platziert, also... Keine Sorge, die sind nicht irgendwie geheim freischaltbar oder per DLC, bei einem unbekannten DLC hinzugekommen, den Nintendo nicht angekündigt hat. Ja, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass jetzt durch die 3DS-Version Nintendo ein bisschen auf Super Mario Maker wieder zurückkommt. Halt, merkt man an dem einen Event-Level. Ich muss euch mal was sagen, ich mag die Event-Level überhaupt nicht. Der einzige Grund, warum ich den letzten so gefeiert habe, war, weil es scheinbar, weil Nintendo, weil es so wirkt, als hätte Nintendo die Wii U-Version doch nicht vergessen. Aber ehrlich gesagt bin ich kein Fan von den Event-Leveln. Das sind immer so komische, da schaltet man immer so komische Kostüme frei wie den Hund. Den brauche ich überhaupt nicht in allen meiner Level. Ist ein bisschen, naja, ich mag es nicht, muss ich sagen, diese Event-Level. Auch die ganzen Kostüme ist nicht so ganz mein Fall, muss ich sagen, aber... Ja, Hauptsache Super Mario Maker, der Online-Modus, stirbt nie aus. Dafür sorgen wir doch alle, indem wir alle brav die Wii U-Version und nicht die 3DS-Version kaufen. Ja, Nintendo, ja, das muss ich jedem erklären, Nintendo schaut nur auf die Verkaufszahlen, schaut an, was aus Paper Mario wegen den Verkaufszahlen geworden ist. Oder, na gut, bei Metroid bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, Metroid Prime Federation Force entscheidet, glaube ich, auch nur durch die mangelhaften Verkaufszahlen von Metroid Other M, oder? Oder auch New Super Mario Bros. Die sind allesamt so langweilig, weil die sich halt, weil New Super Mario Bros. DS, New Super Mario Bros. Wii und New Super Mario Bros. 2 verkauft haben wie warme Semmeln. Also das glaubt ihr gar nicht, als ich mir da... New Super Mario Bros. Wii hat sich, glaube ich, allein das eine Spiel 44 Millionen Mal verkauft. Na gut, die Konsole, die Wii, war sehr erfolgreich. Aber das ist mehr als der ganze GameCube. Das ist doppelt so viel wie der ganze GameCube. Ne, wirklich 44 Millionen. Mann, das war knapp. 44 Millionen ist ja wirklich genau das Doppelte von den 22 Millionen Verkaufszahlen des GameCubes. Das ist echt erstaunlich, wie manche Spiele und Konsolen floppen und manche wiederum sich so unfassbar gut verkaufen. Ja, gab schon die gewagte These, die Nintendo Switch würde sich besser verkaufen als die Wii U, aber nicht so gut wie die alte Wii. Das ist keine gewagte These, das ist hundertprozentig die Wahrheit, denn schlechter als die Wii U kann kaum eine heutige Konsole mit guten Spielen werden. Und, na gut, die Xbox One hat es, glaube ich, geschafft, oder? Naja, und besser als die Wii ist gerade mal die PlayStation 2 und der DS, also das kann gar nicht. Das kann auch nicht wirklich, das ist auch unwahrscheinlich. Na gut, kann ja auch sein, dass die Switch jetzt wirklich bahnbrechende Rekorde aufstellt. Ich bin der Erste, der es gespielt hat, okay. Labyrinth, oh Gott, das sieht nicht witzig aus. Naja, und dass die Switch jetzt wirklich bahnbrechende Verkaufszahlen hat und sich so gut verkauft, dass sie sogar die PlayStation 2 und den DS schlägt, kann man ja wirklich nicht wissen. Der Weg ist ganz klar falsch. Unterwasserlabyrinthe mag ich ja überhaupt nicht. Die sind lahm und lang. Mensch, ich will den Level nicht spielen, muss ich sagen. Wirklich, ich will nicht. Das sieht mir nicht spaßig aus. Was mache ich jetzt am besten? Das da unten sieht mir sehr nach einer Todesfalle aus, aber ich schaue es mir trotzdem an. Was? Wieso war das so? War das doch die richtige Röhre?
Nein, aber wenigstens war es keine Instant-Todesfalle. So gesehen war es gar nicht mal so schlecht, dass man... Okay, jetzt ein Stern. Ich hätte diesen Stern gerne. Ein Stern! Oh. Ein Stern hab ich gern! Was, es geht nicht runter? Wozu ist der Stern dann? Na komm, dann warten wir halt auf den nächsten. Da segelt eine Feuerblume nach unten. Habt ihr übrigens gewusst, dass es ein Fan-Made-Game gibt, was Super Mario World sehr ähnlich? Das nennt sich... Was? Aha. Das nennt sich Secret Mario Chronicles. Habe ich mir in der Tat mal angeschaut und ganz interessant. Aber Fangames sind halt umstritten. Da kommt mir eine ganze Horde von eins Abpilzen entgegen. Aber das hat auch so einen Level-Editor, dieses Fangame. Habe ich früher in der Tat sogar mal gespielt. Secret Mario Chronicles. Aber das ist mittlerweile was ganz anderes. Hat nicht mehr Mario, sondern Mario mit Y statt I geschrieben. Naja. Aber egal. Den meiner Meinung nach immer noch besten Level-Editor hat Happylanders Adventures. Ein Spiel für den PC, was ich früher wahnsinnig... Das war das erste Videospiel, wo ich wirklich tagelang... Da passt der Ausdruck, wirklich gesuchtet habe. Also ne, wirklich, das habe ich gezockt und gezockt und gezockt und bis die Augen flimmern. Denn Happylanders hat so Spaß gemacht. Ich habe es mir mittlerweile neu geholt auf meinem neuen PC und gibt ein paar Probleme. Der neue PC, auf dem ist so ein winzig kleines Fenster. Das müsste ich, glaube ich, irgendwie größer machen können. Und zudem ist dann noch die Frage, wie nehme ich es jetzt am besten auf mit dem neuen PC? Werden wir noch rausfinden, aber Happylanders Adventures muss Let's Played werden, denn das hat meine ganze Kindheit geprägt. Ne, wirklich, das muss Let's Played werden. Happylanders Adventures. Das muss Let's Played werden. Egal, ob es ankommt oder nicht. Ob es gut ankommt oder schlecht ankommt. Das wird irgendwann Let's Played. Ich fand's weird, im Original Super Mario World so witzig, wie Marios Wampe runterhing, als er geschwommen ist. Uiuiui. Rein theoretisch sind die nicht gerade eine große Gefahr für mich. So, ja, ich muss mich nicht beeilen. Ich mach's aber trotzdem. Als einmal, wenn die Fische vor mir dahin tuckeln würden. Die kann man aber leicht abhängen. Ja, ja. Jetzt hat sie es ausgequasselt. Ja, ja, die guten alten Zeiten mit Super Mario World. Ich habe das früher immer auf der Wii Virtual Console gespielt und das waren schöne Zeiten. Ja, damals war Nintendo noch gut. Na gut, sie machen schon gute Spiele noch, aber ich habe es im letzten Part eh erwähnt. Gerade mal so um die 70% von diesen Spielen sind gut. Ich würde schon fast sagen, fast nur 50%, denn was immer so es gab. Ich glaube, so war das ehrlich gesagt nicht geplant, oder? Ich bin sicher, das sollte ursprünglich noch rechts in die Röhre rein, um noch einen Bereich zu machen, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber der Level, ich gebe einen Stern, aber ehrlich gesagt, gefallen hat er mir nicht. Der war einfach viel zu langsam und so, aber ich gebe einen Stern. Man muss mit Kritik umgehen können und der Level hat mir aufgrund von nicht schnellem Lösbarkeit und ich hasse diese LAN-Unterwassersteuerung, habe ich immer schon in sämtlichen Videospielen gehasst. Und dann so ein Labyrinth, trotzdem gibt es einen Stern. So, Wandsprung-Challenge. Das klingt gut. Das ist richtig gut. Sowas liebe ich. Ja, ja. Erinnert es ein bisschen an das PC-Spiel Super Meat Boy, oder? Ja, das habe ich auch mal... Okay, das ist schneller, als ich dachte. Nämlich, ich zeige euch mal kurz. Ihr merkt es, Mario beginnt in dem Eisblock drinnen. Das geht in der Tat, wenn man wahre Startposition halt in einem Block macht. Da gibt es so ganz witzige Glitch-Level, das habe ich in der Tat mal ausprobiert, aber ich habe dann letztendlich keinen Level hochgeladen, weil Nintendo ja scheinbar doch irgendwas... Hat Nintendo vielleicht nur deswegen, weil damit die Leute keine Glitch-Level mehr hochladen, diese sauschlechte 3DS-Version gemacht? Kann ja sein, oder? Ich meine, Nintendo, bei denen kapiert man ja manchmal nie, was los ist. Federation Force, Amiibo Festival, Happy Home Designer... Paper Jam, Sticker Star, Color Splash, Mars Attack. Meine Güte. Aber es gibt auch tolle Spiele wie Luigi's Mansion, Captain Toad, Treasure Tracker, Super Mario Maker, Wii U, ganz wichtig, Yoshi's Woolly World,
Na gut, Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars würde ich schon eher zu den schlechteren Spielen dazu zählen, aber dann natürlich, was war noch richtig gut, hier darf ich auf gar keinen Fall den Propeller zu früh machen. Mehr nützt der Propeller hier ja praktisch gar nichts, oder? Oha! Das erinnert mich voll an Yoshi's Story. Das werden wir auch bald Let's Playen, sobald Yoshi's Island mein Let's Play zu Ende ist. Kann noch ein Weilchen dauern, aber ich freue mich drauf. Da gab es nämlich in Yoshi's Story auch so ein Level, wo alle, ich sag doch, hier oben geht's rauf. Komm. Komm schon, das schauen wir jetzt nach. Aber da oben ist sicher was. Komm. Gut, dann schauen wir eben nicht nach. Machen wir eben hier weiter. Nintendo, da kennt man sie manchmal echt nicht ganz aus. Manchmal machen sie so geniale Spiele und dann denkt man sie manchmal wieder, was um alles in der Welt. Aber ich habe Hoffnung in die Switch. Kein Vertrauen, denn Vertrauen heißt, dass die... Was war denn das gerade? Vertrauen nicht, denn Vertrauen würde bedeuten, dass ich glaube, dass die Spiele allesamt gut sind. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn es gab bislang wirklich keine, aber wirklich keine Konsole, wo nur gute Spiele erschienen sind. Sei es Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox. Es gab noch nie so eine Konsole, wo alle One-Partys, nicht Third-Partys, sondern die eigenen Titel allesamt gut waren. So eine Konsole wird wahrscheinlich auch nie existieren. Aber ich habe Hoffnung, dass die Switch besser wird als die Wii U. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen traurig, dass die Wii U jetzt schon abgelöst wird. Denn, ich weiß nicht, ich hatte schöne Zeiten mit der Wii U. Und was mir an der Wii U ehrlich gesagt am besten von allen Nintendo-Konsolen gefällt, das ist das Cover. Also die DVD-Hüllen. Versteht ihr, was ich meine? Diese Hüllen von den DVDs, die gefallen mir richtig gut auf der Wii U. Also diese Hüllen, wo die DVDs drinnen sind, das gefällt mir. Das macht meiner Meinung nach eine gute Konsole aus, wenn diese... Aha, hier ist noch einer. Ich hoffe nicht, den brauche ich jetzt nach unten. Wenn so ein Hüllencover... Oh je. Aber ich kann es auch, ich weiß schon, wie das geht. Ich muss mich nur klein machen. Das geht ja hier ganz lockerflockig. Ja, Mann, das hat mir am Gamecube und an der Wii schon gefallen. Und auch auf der PlayStation 4, muss ich sagen. Da gefallen mir diese Boxhüllen auch. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig gemacht. Die Switch hat ja nur noch Kassetten. Das heißt, sie wird so lausige Verpackungen wie der 3DS haben. Ja gut, dann geht wenigstens mehr drauf. Meine SD-Karten und so ist ja die Zukunft. Der digitalen Welt. Was ich auch nicht ganz mag, ist die PlayStation VR. Mag Virtual Reality nicht. Das macht meiner Meinung nach das. Das weicht zu sehr vom echten Leben ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr das? Nein? Aber Virtual Reality, da wird man zu schnell abhängig, meine Meinung. Deshalb werde ich mir niemals so eine PlayStation. Nimm nicht wieder den blöden Koopa-Panzer in die Hand! Mario! Naja. Und ich muss ganz ehrlich stehen, ich bin mit der jetzigen Konsolengeneration zufrieden. Ich bin ehrlich gesagt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht gut, dass jetzt mit der Switch und der PlayStation 4K und Xbox Scorpio jetzt eine komplett neue Konsolengeneration eingeleitet wird, die, ja weiß nicht, die Switch ist, mir gefällt das Gamepad nicht, das Wii U Gamepad hier, was ich in der Hand gerade halte, fand ich schon zu klobig und das Switch Gamepad sieht noch schlimmer aus. Der Pro-Controller liegt wahrscheinlich gut in der Hand, aber gefällt mir vom Design her auch nicht wirklich, also bislang muss ich ganz ehrlich stehen. Die Spiele müssen halt gut sein. Das neue 3D Mario sieht gut aus. Das neue Sonic sieht gut aus. Zelda Breath of the Wild sieht gut aus. Aber, naja, es ist ja ein Gerücht, dass ein Mario und Rabbit Crossover erscheinen wird. So dumm das auch klingt, ein Crossover mit der Mario-Serie und der Raving Rabbit-Serie für die Switch. Wenn es so wie Super Mario RPG wird, dann habe ich da ja nichts dagegen, denn... Ich liebe das allererste Super Mario RPG, aber das darf halt nicht so ausarten wie Paper Jam. Warten wir es ab, was aus der Switch wird. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie sich besser verkaufen wird als die Wii U. Und nicht so gut wie die Wii. Ich würde mal sagen, sie verkauft sich so auf PlayStation 3,
und oder PlayStation 4 Niveau, so um die 40 Millionen. Ich bin sicher, sie wird ihren Konsolenkrieg gewinnen. Ganz einfach, weil Sony und Microsoft nicht gerade ein gescheites Gegenstück mit diesen 4K-Dingern bringen, aber ich schätze schon, die Switch wird ihren Konsolenkrieg gewinnen, aber halt jetzt nicht das erfolgreichste Gerät aller Zeiten werden. Das ist meine Prognose. Was ich immer noch sehr schade finde, die meiner Meinung nach beste Konsole, der GameCube, hat sich nicht gut verkauft. Warum? Das müssen wir wohl die Käufer fragen. So. Halleluja! Endlich ein Checkpoint. Oh, das sieht gut aus. Aber ne, wirklich, Lukitendo, geniale Level in dem Part. Mann, Mann, Mann. Irgendwie muss ich heute sagen, heute bin ich ein bisschen sentimental. Philosophiere über die Zukunft und rede irgendwelchen Blödsinn, aber man weiß ja nie, was die Zukunft birgt. Es gibt doch keine Zeitmaschine. Vielleicht ja schon. Das ist das Beste. Es gehen ja solche Theorien um, dass das Zeitreisen schon längst erfunden ist, aber halt verboten wurde. Und ich wette, wenn es wirklich Zeitreisen geben wird, ob es das jetzt schon gibt oder nicht, dann wird das sicher verboten. Denn ihr glaubt gar nicht, was man mit Zeitreisen alles anstellen kann. Also ich glaube schon, dass Zeitreisen verboten werden würde, wenn es existieren wird. Denn damit könnte man einfach viel zu viel anrichten. Wurde ja bei SpongeBob oder Zurück in die Zukunft ziemlich aufs Korn genommen. Ja. Warum immer Untergrund nur? Life without Yoshi. Schaut mal da unten. Baby Rage. Ja, wir let's playen ja im Moment Yoshi's Island. Richtig gut den Comic Sprites nachgebaut. Unten habt ihr es gesehen. Gut. Alles schöne Level in dem Part. Und ja, Lukitendo hat noch mehr Level gemacht, aber ich würde mal sagen, für den Part haben wir genug gezockt. Ich habe auch ziemlich viel philosophiert, eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.